Ah, die schmeckt gegrillt sicher gut. Das ist nicht komisch. Ich bin schon. Hey. Komm. Hey, du hast mir noch immer nicht gesagt, wer ich bin. Deine Mutter ist eine Hure und dein Vater ein armer Soldat. Und du bist das jüngste von 20 Kindern. Warte doch! Wenn meine Mutter eine Hure war, hatte sie mit Sicherheit keine 20 Kinder. Besonders, wenn mein Vater selten zu Hause war. Also, wenn meine Mutter eine Hure war, dann bedeutet das doch, ich bin ein Hurensohn. Genau, dieses freche Ding. Pass bloß auf! Braucht Konzentration. Wer bist denn du, dass du mir was sagst? Sieh dich doch selbst an. Ein Freak, Frankensteins Monster. Ein Zwerg bist du, ein ganz kleiner Wicht. Warum sollte ich auf dich hören? Ich gehe zurück nach Hause und wenn's zu Fuß ist. Na schön, wie du willst. Geh nur. Ja, ich gehe. Du hast versucht, einen Umsturz anzuzetteln. Aber deine Dummheit ist zu groß, als dass du siegen könntest. Du wirst zum Tode verurteilt und deine Leute auch. So geht es allen, die es wagen, gegen mich aufzubegehren. Hörst du? Allen. Damit geht die Herrschaft deines Clans für alle Zeiten zu Ende. Du bist ein feiger Verräter und die gerechte Strafe wird dich eines Tages ereilen. Du führst große Reden, doch deine Lage wird sich dadurch nicht ändern. Bald wird unsere Fahne über der Hauptstadt des Reiches wehen. Das Volk wird sich wehren! Ach, ein neuer Aufstand. Ohne Anführer wird das dumme Volk wie eine Herde Schafe umherirren. Dieser Aufstand wird schnell zu Ende sein. Ihr Hochländer werdet nie wieder Macht im Reich erlangen. Wir kämpfen, bis die Gerechtigkeit gesiegt hat. Unsere Freunde werden uns zur Hilfe eilen. Keine Diktatur kann das Volk ewig unterjochen. Wir werden am Ende siegen. Eure Freunde sind mit ihrem Krieg gegen Korea beschäftigt. Sie haben keine Zeit und keine Leute, um euch zur Hilfe zu eilen. Ihr seid also völlig auf euch allein gestellt. Seht es endlich ein, ihr habt keine Chance. Wert. Sie sind klug. Mal sehen, wie du dich hältst, mein Freund. Wir sehen Gnade. Ich wusste, ihr würdet schnell klug werden. Seht. Gar nichts. Du nimmst dieses Gold an dich und kaufst dafür Waffen für mich. Und versuch nicht, mich zu hintergehen. Das wäre das Ende für dich und alle deine Leute. Eine Bewegung und du bist des Todes. Denk an unsere Vereinbarung. Du hilfst mir, an der Macht zu bleiben. Dafür unterstütze ich dich gegen den japanischen General. Dann kannst du nach Japan zurück und wirst dort wieder wie früher herrschen können. Ich hörte, du hast ein Buch in deinen Besitz gebracht. Was hat es damit auf sich? Es heißt, es stünden heilige Formeln darin. Ist das wahr? Ich muss es wissen, sprich. Dies Wissen ist tödlich. Für dich, junger Freund. Er war neugierig. Und Neugierde kann ich nicht dulden. Der Baumteufel ist sehr gefährlich. Aber jetzt ist er machtlos. Ja, machtlos. Er steht jetzt ein paar Jahre im sauren Regen. Doch nach 100 Jahren ist seine Macht wieder da. Eins, zwei, Hokus Pokus Luftikus, Paramita, Paramita. Ich ihn retten kann. Wenn du was drauflegst, dann hau ich ihn für dich raus. Einverstanden? Warte, ich mach dir einen Sonderpreis. 2×300 und die Nudeln und... 2×300 ohne die Nudeln. Aus dem Weg! Ich bring dich um. Du willst deinen Meister wohl nicht retten. Doch, doch, sicher will ich das. Dann musst du auch zahlen. Aber ich habe doch kein Geld. Kriege ich einen Kredit? Klar, wir sind doch alte Freunde. Hey. Ja? Du siehst hungrig aus. Wollen wir essen gehen? Kein Geld. Hey, ach was. Ich setze es auf deine Rechnung. Das halte ich nicht aus. Ich gehe spazieren. Mach doch allein weiter. Wie stelle ich's bloß an, sie zu fragen? Heute ist Vollmond. Das gilt als günstiger Zeitpunkt. Ob sie wohl lieber traditionell chinesisch heiraten will oder ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ich würde sie so glücklich machen. Und den armen Leo schrecklich unglücklich. Er wäre dann ganz allein. Ach, wie kann ich nur so selbstsüchtig sein? Moment, ich besorge Leo den guten alten Anti-Herz-Schmerz-Tee von meiner Tante aus Tibet. Gehen wir was trinken? Hm? Mm-mm. Ich finde, wir sollten was trinken. Holst du uns was? Selbstverständlich, Sir. Darf's noch etwas sein? Gute Idee, eine Kleinigkeit zu essen. Hamburger, Reisnudeln, Glücksplätzchen und kalte Cola. Hm? Okay, mal sehen, was ich... Lass dir Zeit. Sehr romantisch hier, findest du nicht?
Nicht besonders. Eine Bahnhofshalle. Eher langweilig. Ich finde, es ist heute viel romantischer hier als an anderen Tagen. Spürst du das nicht?